Zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal geht es wieder um Produktdesign und hier ein Werkzeug, das Ganze mit dem Kugelschreiber skizziert und mit Tipps und Tricks aus unserem aktuellen Buch 100 geniale Zeichentricks. Schaut natürlich gerne auf unseren Instagram-Kanal, wenn ihr auch Interesse an weiteren Infos habt und vor allen Dingen ganz wichtig für alle, die sich für Produktdesign, spannende Hintergrundinfos rund ums Produktdesign interessieren, auf jeden Fall bitte auf unserem Partnerkanal Frag Fabi. Schaut rein, es lohnt sich. Mehr Infos findet ihr da unten im Text. Und hier geht es auch schon los. Wir skizzieren nicht mit dem Bleistift vor, sondern legen sofort mit dem Kugelschreiber. Als erstes setzen wir uns die Achse an, an der wir das Ganze ausrichten, die Ellipse, ebenfalls am vorderen Bereich. Und von dort aus bauen wir alles auf. Also hier die Form, die nach oben geht. Das heißt, die leichte Linie, die gibt uns dann nochmal so ein bisschen die Laufrichtung des Objektes und dann kann man das Ganze dann mit einem kräftigen Strich ausarbeiten. Was dann natürlich immer wichtig ist, dass die Linie stimmt. Dass die Laufrichtung insgesamt alles auf der Achse ausgerichtet ist. Das ist absolut entscheidend, damit das Objekt dementsprechend auch richtig ausschaut. Und immer wieder mit einem lockeren, schnellen Strich das Ganze. Wir machen das Ganze mit dem Kugelschreiber. Ich persönlich mag es sehr. Der liegt gut in der Hand und den habe ich immer in der Tasche. Und da lassen sich Schnellskizzen wirklich sehr schnell realisieren. Und dann auch hier nach unten hat das Ganze ausgebaut. Ihr merkt also, wir machen das immer von einem groben bis zu einem detaillierten Ansicht. Das heißt, wir skizzieren erstmal das Grobe, was wir sehen, und dann gehen wir in die Form und arbeiten das komplett aus. Und auch hier die seitliche Ansicht. Ellipsen setzt ihr am besten, sobald die perspektivisch sind, in so eine Art eckige Form und zieht in der Luft zwei, drei Luftkreise, bevor ihr daraus dann die Form entwickelt. Also man sieht es hier, könnt ihr euch natürlich vorstellen, welches Werkzeug es ist, um welches es sich handelt. Das heißt, der Griff ist ein bisschen kräftiger, da hält man es auch fest. Und wir bauen die Form so aufeinander auf, dass man es auch sofort erkennt. Und das, was ihr auch zum Beispiel bei uns in unseren Kursen lernen könnt, zum Thema Zeichnen, wie schaffe ich es,
leicht vorzuskizzieren, so zu zeichnen, dass man meine Form erkennt, dass es nicht einfach, aber mit unseren Tipps und Tricks in unseren Kursen bringen wir euch das immer schnell bei und bereiten euch gerne auch auf die Prüfung, auf die Eignungsprüfung für den Studiengang Produktdesign bzw. Industrial Design, wenn euch das interessiert. Hier dann auch oben die Form noch einmal. Mit der erklärenden Hilfslinie sieht man auch sofort, wie sich das Ganze verhält. Und hier kann man auch sofort erkennen, diesen kleinen Versprung im Griff. Also sehr, sehr leicht zu verstehen. Hier ebenfalls. Scheibe, wieder aus einer leichten Ellipse. Auch wenn man die dahinter nicht sieht, solltet ihr trotzdem die Ellipse zeichnen, weil die natürlich auch so ein bisschen die Form mit aufgreift, erklärt, wie diese verläuft. Und auch hier oben an den Rändern. So, und da sieht man schon mit diesen kleinen, kräftigen Strichen, lässt sich das Ganze nochmal dynamisch ausbauen. Das wirkt. Das hat ordentlich Kraft. Das ist wichtig, dass ihr das auch so hinbekommt. Und auch hier und sitzt jetzt hier dran, diese Leichtigkeit. Und dann da wieder Schraffur, also wo ist dann die Tiefe, Licht und Schatten und wie kann ich das am besten ausarbeiten. Das ist immer so der Punkt. Hier die Schattierung. Auch die Form hier an der Seite. Und immer wieder mit dem leichten 45 Grad Strich kriegt das Ganze auch diese entsprechende Tiefe. Ihr seht an der Schleifscheibe selbst, die ist links ganz weiß gehalten, also ein Hauch vom Strich. Das Ganze macht natürlich das Gefühl von rotierender Scheibe. Auch hier die Details in der Form oben. Dann auch das hier an der Seite. Also diese Kleinigkeiten, die
wie Licht und Schatten solltet ihr gut bedacht einsetzen. Das macht eigentlich dann am Ende eine gute Skizze aus. Und wie gesagt, das Ganze könnt ihr auch gerne bei uns lernen in unseren Kursen. Wir freuen uns, wenn wir euch ein paar Infos zukommen lassen können. Ruft uns an, schreibt uns, gerne sind wir für euch da. Schaut auf unseren Seiten mappenvorbereitungskurs.de und akademiehohe.de. Da erfahrt ihr alle wichtigen Infos zu unseren Kursen. Und natürlich, wo wir für euch da sind. Und das sind in mehreren Städten. Das war's. Hier ist die fertige Skizze. So sieht's aus. Mit dem Kugelschreiber schnell skizziert. Hier war der Fokus auf Schraffuren und auf dem Kontrast. Mehr dazu auf unseren Seiten. Schaut unter akademiehohe.de, wie gesagt. Und für alle, die sich gerne auf ein Studium vorbereiten möchten, Industrial Design, Produktdesign unter mappenvorbereitungskurs.de. Und vielleicht sehen wir uns eines Tages vor Ort und meine Kolleginnen und Kollegen oder ich persönlich bringe euch das Ganze auch gerne bei. Bis dann, alles Liebe, danke.